Yo Leute, was geht ab? Hier ist mal wieder euer The Slim Freel. Und nachdem ich nun mitbekommen habe, dass der Ton einfach nur scheiße Mann ist und ich einfach nur schlecht bin und natürlich ich ein Noob bin, weil ich nicht auf dem PC spiele und deshalb bekomme ich einen Daumen runter. Yay! Deswegen möchte man noch unbedingt gleich weitermachen, weiterhin Videos produzieren. Aber nein, heute ist keine Trauer, sondern ich habe auch ganz vereinzelt zwischen den Videos von meinen treuen Abonnenten auch mal was Tolles gemacht, wie wenn jemand mal erkennt, dass ich mir wirklich Arbeit genommen habe, für Apps-Tests, die teilweise 5 Stunden gedauert haben zu bearbeiten. Und da bin ich doch wirklich froh, wenn welche auch wirklich zu mir sagen können, geiler Apps-Test. Aber naja, ich möchte mich heute mehr bedanken als natürlich die ganzen lieben Freunde haten, die sich nicht so viel Gedanken machen, bevor man ein Video stellt. Und natürlich stimmt's auch schon. Ich sehe selbst viele meiner Videos als einigermaßen eher peinlich an. Und ja, bin nicht so ganz stolz auf die Qualität, die ich so in meinen ersten 30, 40 Videos gebracht habe. So in letzter Zeit bin ich wirklich dann zufrieden mit mir geworden. Mit dem neuen Headset hat es auf jeden Fall nochmal was richtig Gutes mit sich gebracht. Die Videoqualität und die Audioqualität habe ich nun schon seit sehr langer Zeit auf einer Ebene und bin so ziemlich eingespielt worden in der Zeit. Und noch ganz kurz zum Hintergrund, ihr seht ja Nova 1 gegen 1, ich spiele hauptsächlich mit dem Raketenwerfer und pone zu den Gegnern ein bisschen. Das Gameplay geht insgesamt 17 Minuten, ich werde jetzt wahrscheinlich schauen, dass ich das ein bisschen zusammenkarte, weil ich wahrscheinlich für dieses Commentary nicht so lang brauchen werde. Aber nun zum Hauptthema, wer ein bisschen aktiv auf meinem Channel vorbeischaut, der wird schon erkannt haben, ich habe nun die 50 Abonnenten-Marke erreicht, juhu. Ja, in letzter Zeit ging es da ziemlich los, denn ich bin jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schon sogar auf dem 57. Platz, wenn ich das, oder nicht 57. Platz, sondern auf dem 57. Abonnenten-Platz. Geht in letzter Zeit hoch wie sonst noch was, also ich glaube vor 3 oder 4 Tagen habe ich die Abonnentenzahl von 50 erreicht und dann gehe ich mal in einem Tag allein 5 Abonnenten hoch und so weiter. Also in letzter Zeit ist echt pervers, was da mit euch abgeht, da bin ich echt stolz drauf, dass ich in letzter Zeit wirklich so eine erhebliche Steigung habe, was Abonnenten und Aufrufe auch angeht. Da bin ich wirklich froh, dass ich nun mit der Arbeit, die ich ja schon in YouTube gesteckt habe, mit über 130 Videos, also das ist schon weitaus mehr als ein Tag Videomaterial. Und ich habe auch in letzter Zeit angefangen, Videos zu erstellen, die wirklich viel Arbeit dauern. Also da wird bald vielleicht schon was kommen. Das wird den Rahmen sprengen, dass ich bis jetzt für meine Apps-Tests gebraucht habe. Weil das einfach, da ist jetzt der erste Teil schon fertig und da bin ich schon den ganzen Nachmittag mal dran gesessen. Jetzt muss ich mal den zweiten Teil davon noch aufnehmen. Das wird wahrscheinlich nochmal so die Hälfte der bis jetzt gebrauchten Zeit dafür in Anspruch nehmen. Bin ich mal sehr gespannt, wie das noch ankommen wird. Und natürlich habe ich auch sonst noch was für meine lieben 50 oder 57 Abonnenten vorbereitet. Und zwar wird übernächste, vielleicht auch schon nächste Woche was kommen. Und zwar werde ich da eine Abonnenten-Special-Woche machen mit insgesamt 7 Tagen Umfang. Und das werden wahrscheinlich auch mehr als 7 Special-Videos sein. Also die Let's Plays kommen natürlich trotzdem nochmal. Aber damit das auch einigermaßen klappt, habe ich vor, das alles im Voraus hochzunehmen. Da gibt es nämlich auf YouTube jetzt auch ohne Partnerschaft die Möglichkeit, ein Video geplant hochzuladen. Das habe ich jetzt in der Zeit auch mal ein bisschen genutzt, sodass ich einfach nicht mehr... dass ich dann gestern eben das Video hochladen haben, das heute rauskommt. Das kommt dann immer meistens um 14 Uhr, wenn es klappt. Heute ging es bis jetzt nicht, das war ein bisschen komisch. Aber dafür lade ich gerade was anderes hoch, was ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, weil ich das erst nachher hochladen werde. Wahrscheinlich erst heute Abend oder morgen Mittag. Kommt drauf an, ob ich jetzt erst noch das Let's Play hochlade, das morgen kommen soll. Und eben das Commentary hier noch hochlade, ist ein bisschen noch durcheinander gerade. Und auf jeden Fall wird das dann heißen, dass mehr als 2 Videos am Tag dann kommen werden und das wird für mich auch einen kleinen Unterschied an die Zukunft geben, da wird ein bisschen anderer Content dann noch auf meinem Kanal zu finden sein, aber ich möchte auch nicht zu viel spoilern, nein, ich möchte mich jetzt einfach mal bloß bedanken und ich sage, ich kündige das dann vielleicht nochmal in den Commentary kurz an, wann die Woche losgeht und das wird dann so ein bisschen steigernde Form haben, von manchen Sachen werde ich mehrere Videos an einem Tag hochladen. Und da muss ich eben schauen, dass ich das im Voraus alles hinbekomme, um dann keine weiteren Probleme mehr innerhalb dieser Woche zu haben mit Uploaden und so. Weil ich habe in letzter Zeit wirklich pervers viel Zeit mit Schule als, oder ja,
wenig Zeit wegen Schule, weil ich habe gerade eigentlich fast jeden Tag Mittagsschule. Ja, vorgestern war jetzt Tag der Deutschen Einheit, aber da war auch wieder jemand da, da hatte ich auch keine Zeit, große Videos zu machen. Da hat man eben kurz Zeit, das Video hochzuladen und eben mal wieder eine Stunde aufzunehmen. Auch für die großen Projekte hat man eben unter der Woche wirklich wenig Zeit. Und deshalb muss ich jetzt mal schauen, dass ich erstmal das Ganze erzocke und dann eben hochlade. Und dann eben schauen kann, dass es das alles auf ein gutes Datum kommen wird. Da bin ich jetzt mal auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergehen wird. Weil ich meine, wenn wir jetzt allein in 2 bis 3 Tagen schon wieder von 50 auf 57 gekommen sind, dann dauert es auch nicht mehr lang bis 100, wenn das wirklich so weitergeht. Ich glaube es zwar nicht, aber auf jeden Fall ist die Steigung schon größer, als wenn man jetzt noch bei 24 Abonnenten war. Und macht mir einfach Spaß. Ist ja wirklich so, dass je mehr Abonnenten man hat, desto mehr Gefallen findet man ja auch wirklich daran. Desto mehr Feedback bekommt man im Gesamten. Ich habe eigentlich täglich zurzeit Kommentare. Und da ist das schon ein bisschen angenehmer, als wenn man sich um jedes Kommentar betteln muss. Naja, auf jeden Fall war es das bis hierhin, dieses kurze Commentary hier. Und auf jeden Fall würde ich euch vielleicht mal auch fragen, was ihr bis jetzt die beste Serie, das beste Video und so weiter auf meinem Kanal findet. Da kann ich mal schauen, vielleicht wird auch bald wieder ein bisschen Modern Combat 3 kommen. Oha. Muss mal schauen, wie es mit dem Aufnehmen läuft. Aber naja, auf jeden Fall war es das hier mal. Auf die Woche könnt ihr euch echt freuen. Das wird ziemlich viel Content werden, was ich da raushaue. Und damit verabschiede ich mich euch. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Abonnenten. Euer The Slim Thrill. Ciao.